2. März aus dem Bundestag, heute mit Klaus-Dieter Göhler, CDU-Abgeordneter in Berlin, Charlottenburg-Wilmersdorf, mit, und ich muss es einfach nochmal sagen, mit einem eigenen Wahlkreiscafé, weil mich das imponiert mir irgendwie so und das freut mich so, dass Sie das gemacht haben, ein eigenes Wahlkreiscafé, das auch so heißt. Also kann ich nur empfehlen, gehen Sie mal hin, Zähringer Straße, auch wenn Sie irgendwo anders in Berlin wohnen, lohnt sich immer. Wir waren bei Griechenland. Das heißt, die Entscheidung vom letzten Freitag ist noch gar nicht die entscheidende gewesen. Richtig. Die kommt erst noch. Und dann geht es wirklich um neues Geld. Dann geht es wirklich darum, wie Sie gesagt haben, ob die Griechen das alles so machen, wie es verlangt wird von Europa, damit neues Geld fließt. Und dann, wenn die Griechen sagen, wie sie es bisher gemacht haben, geht uns gar nichts an, macht doch, was ihr wollt, uns interessiert das nicht, wir halten uns nicht dran. Dann wird es keine weitere Unterstützung für Griechenland geben. Wir haben ganz klar gesagt, das Reformprogramm, was angestoßen worden ist, was übrigens erste Erfolge hatte. Sie müssen mal sehen, Griechenland hat inzwischen positive Wirtschaftswachstumsprognosen. Griechenland hat es im letzten Jahr erstmalig geschafft, auf dem internationalen Kapitalmarkt sich selbst wieder über eine Staatsanleihe Geld zu besorgen. Das heißt, die Investoren, die Geldgeber hatten Vertrauen in Griechenland bis zu der Wahl. Und als das griechische Volk die Regierung gewählt hat oder die Parlamentsmehrheit gewählt hat, die dort entstanden ist, was ich dem griechischen Volk nicht absprechen will, aber eine Regierungsmischung aus einer linken Partei mit Rechtspopulisten zusammen. Es wäre so, wenn hier die SPD, die PDS in die Regierung gewählt wird und dann mit der NPD koalieren würde. Na, also zumindest, ich würde mal sagen, übersetzt wäre es Linke und AfD. Das hat natürlich nicht unbedingt für Vertrauen in Europa gesorgt, aber das will ich auch mal ganz beiseite lassen. Was aber aus meiner Sicht natürlich auf Dauer nicht geht, ist die, die einem helfen wollen, dass man die noch beschimpft und dass man die international runtermacht und insbesondere die antideutschen Töne, die aus Athen zu hören waren, die sind natürlich vor Abstimmungen im Bundestag nicht sonderlich hilfreich. Aber ich will es alles mal zur Seite schieben und deutlich sagen, wenn Griechenland sich ans Reformpaket hält und sich weiter anstrengt, seine Staatsfinanzen in Ordnung zu bringen und auch mal eine Verwaltungsreform durchführt, sie haben in Griechenland keine funktionierenden Grundbücher, kein funktionierendes Liegenschaftskataster. Das heißt, der Staat weiß das gar nicht. Das war aber so gut wie fertig durch deutsche Hilfe und ist richtig. Noch von der Vorgängerregierung richtig. So. Abgelehnt worden. Richtig. So, und wenn jetzt euch solche Sachen, die, ich sag mal, für uns eigentlich Standard sind, wenn Griechenland diesen Weg geht und die endlich auch einführt, dann glaube ich, sind sie auf einem guten Weg. Wenn Griechenland allerdings der Meinung ist, dass sie einen Schuldenschnitt machen wollen und dass sie sich nicht ans Reformpaket halten wollen, dann glaube ich, haben wir Schwierigkeiten. Weil ich kann meinen Wählerinnen und Wählern nicht erklären, warum wir an der einen oder anderen Stelle auf was verzichten müssen, warum wir einen ausgeglichenen Staatshaushalt haben wollen, warum wir sagen, die schwarze Null ist für die Entwicklung Deutschlands positiv und wichtig und wir streben sie dauerhaft an. Wenn an der anderen Stelle wir dann Griechenland helfen und Griechenland immer weitere Schulden macht und sich eben nicht anstrengt. Ich glaube, das können wir den Leuten hier nicht erklären. Das wird ja ein großes Thema in Ihrem Wahlkreiscafé sein, wenn die Leute kommen, um mit Ihnen Wahlkaffee zu trinken. Ja, klar, da sprechen mich die Leute jetzt schon drauf an. Der Tag X kommt ja. In 4 Monaten ist es soweit. Richtig. Wenn die Griechen bis dahin all das nicht gemacht haben, was sie gerade skizziert haben, dann kommt der Schwur. Griechenland muss liefern, damit wir helfen können. Anders geht das nicht. Ja, Sie können mich denn gerne einladen und ich stehe auch dazu. Und dann wollen wir mal sehen, was denn die Bild-Zeitung macht, die ja jetzt schon alle geoutet hat und gesagt, die haben dafür gestimmt. Ja, wobei die Kampagne Bild-Zeitung fand ich auch nicht sonderlich hilfreich, weil ich sag mal nun, ein Land ganz bewusst vorzuführen, ist nicht die Art, wie man, finde ich, sich medial auseinandersetzen sollte. Eins muss man an der Stelle auch sehen, Griechenland ist EU-Partner, Griechenland ist NATO-Partner und wir haben auch außenpolitische Interessen und wir wollen, dass Europa funktioniert. Natürlich war es vielleicht damals von Anfang an falsch, Griechenland in die Eurozone aufzunehmen. Ich erinnere nur mal daran, meine Fraktion hat damals auch nicht dafür gestimmt. Ja, Herr Schröder war das, der das wollte, nicht? So, aber wir halten uns selbstverständlich dran. SPD. Wir halten uns selbstverständlich dran, dass es die Entscheidung auch Deutschlands mehrheitlich gegeben hat, Griechenland in die Eurozone aufzunehmen. Und ich bin dagegen, das Land dann einfach fallen zu lassen. Aber da muss dann eben auch auf griechischer Seite ein ganz klares Bekenntnis zum Reformprogramm sein.
Solidarität ja, aber ein bisschen Eigenleistung. Richtig. Und auch Einsicht in die eigenen Fehler und Bekenntnis zur Änderung genau. Muss auch schon sein. Man kann nur helfen, wenn die andere Seite auch tatsächlich sich helfen lassen will. Alles andere funktioniert nicht. Kommen wir mal wieder zum Geld zurück und diesmal spielt es in Berlin. Das Thema, das wir in jeder unserer Sendung und bei jedem Gespräch haben, nämlich Beamer. Ah ja. Die ja, es lässt uns nicht los. Hat in Berlin, das war der letzte Stand, als wir hier diskutierten, da gab es ein Angebot oder eine Bitte des damaligen Berliner Bausenators, jetzigen Bürgermeisters Müller, an den Finanzminister des Bundes, verkauft uns doch die Beamer-Wohnung in Berlin. Mhm. Ist denn das inzwischen passiert? Das ist, glaube ich, jetzt 8 Monate her oder 9 Monate. Was ist passiert? Also es gab gerade letzte Woche im Haushaltsausschuss die Abstimmung darüber, ob Wohnungen in Schöneberg, in der Groß-Görschen-Straße, da hat sich ja genau, überhaupt alles entwickelt. Genau, da hat sich der Streit dran entwickelt, genau, ob die nun verkauft werden dürfen und zwar nicht ans Land Berlin. Das Land Berlin hatte ein Angebot von der Beamer, also vom Bundesimmobilienvermögen bekommen, die Wohnung zum Vorzugspreis zu erwerben. Dieser Vorzugspreis lag deutlich unter dem, was die Beamer am Markt bekommen kann. Und das Land Berlin war nicht bereit, diese Wohnungen zu diesem Preis zu kaufen, weil das Land Berlin meinte, dass das einige 100.000 € über dem sei, was sie selbst geben wollen. Es ging doch nicht um 100.000. 100.000 € gehen doch um Millionen. Und da falscht man um ein paar 100.000? Herr Brinkmann, am Schluss des Tages hat der Berliner Bausenator leider den Kauf wegen weniger 100.000 € abgelehnt. Sehen Sie es mir jetzt bitte nach, dass ich die Zahlen nicht ganz transparent machen kann, weil derartige Verkaufsverhandlungen führt die Beamer natürlich vertraulich, das ist klar. Aber die Haushaltsausschussmitglieder wissen, dass das Land Berlin die Wohnung hätte erwerben können zu einem deutlich günstigeren Preis, als sie dann tatsächlich auf dem freien Markt, als auf dem freien Markt geboten worden sind. Und das Land Berlin hat es abgelehnt. Ich finde das sehr schade, muss ich sagen. Aber da hat der Bausenator, glaube ich, einen großen Fehler. Lassen Sie mich mal dazwischen fragen. Mhm. Was ich nicht verstehe, ist, die Beamer muss doch laut Gesetz, das ja nicht geändert wurde bis jetzt, wenn ich das richtig weiß, die Beamer muss doch zum Höchstpreis verkaufen. Die Beamer hat aber zu einem deutlich niedrigeren Preis, als der Höchstpreis ist, das dem Land Berlin angeboten. Das heißt, das Land Berlin hätte doch sagen müssen, das ist ein Schnäppchen. Richtig. Also, fangen wir mal beim ersten an. Darf die Beamer denn überhaupt gegen das Gesetz verstoßen und es billiger verkaufen? Sie hat das dem Land Berlin zum Verkehrswert, also zu dem Preis angeboten, dass der Gutachter als Wert für die Immobilie ermittelt hat. Damit ist die Beamer erstmal im rechtlichen Rahmen, weil es ist ja sozusagen kein Dumpingpreis gewesen, sondern es ist das, was der Gutachter gesagt hat, was wirklich diese Häuser an Wert haben. Aber steht nicht im Gesetz drin, dass die Beamer zum Höchstpreis, höchsten Marktpreis verkaufen muss? Die Beamer hat ja auch, beziehungsweise der Bund hat ja an der Stelle auch durchaus auch auf Bitten des Haushaltsausschusses so ein bisschen ermessen sozusagen. Es wäre ja ans Land Berlin verkauft worden, also an einen kommunalen Träger. Wenn die Beamer das eben zum eigentlichen Gutachterpreis macht, dann ist das sicherlich im Rahmen der Haushaltsordnung. Also alles okay. Ja? Okay, ja, genau. Aber jetzt ist doch die Frage, Berlin hat abgelehnt. Richtig. Und nun? Nun es gibt keinen Aufschrei, ich habe nichts gehört. Nun ist es verkauft worden an einen privaten Eigentümer, den ich nun auch nicht als Heuschrecke bezeichnen würde, sondern es handelt sich um einen Bieter aus Deutschland, um eine Familie. Nicht aus Berlin? Wohl auch aus Berlin, ja. Das heißt also, es ist jetzt nicht an jemanden verkauft worden, der auf dem internationalen Markt agiert und dafür bekannt ist, dass er nun, Wohnungen dann anschließend zum Höchstpreis weitervermietet. Aber das Land Berlin hätte kaufen können, hat es nicht getan. Und ich habe es ehrlich gesagt nicht verstanden, warum der Bausenator an der Stelle nicht das, was wir auch alle politisch ja im Ausschuss auch argumentiert und diskutiert haben, dann tatsächlich nachher umsetzt. Und der Kauf ist perfekt? Der Kauf ist perfekt, der Haushaltsausschuss hat zugestimmt. Ich tippe mal, dass in dieser Woche das Ganze notariell beurkundet wird. Die Beamer wird jetzt auch nicht länger warten. Welche Veranlassung hätte sie, weil das Land Berlin abschließend abgelehnt hat? Was bedeutet das für die Mieter jetzt?
Für die Mieter bedeutet es sicherlich, dass nach und nach die Häuser saniert und modernisiert werden. Da gibt es auch einen erheblichen Instandhaltungsrückstau. Und sicherlich werden die Mieten sich erhöhen. Man muss allerdings auch sehen, dass die Mieten dort von einem extrem niedrigen Niveau kommen. Also das, was der Mietspiegel hergibt oder was in Berlin Durchschnitt und üblich ist, ist in der Groß-Görschen-Straße an Miete bisher vom Bund mit Abstand nicht verlangt worden. Das heißt, alle Mieter, die dort sind, müssen jetzt damit rechnen, dass ihre Häuser saniert werden und damit sie deutlich mehr Mieten bezahlen als jetzt. Ja, davon ist auf jeden Fall auszugehen, klar. Das wäre auch beim Verkauf an das Land Berlin so geschehen. Das Land Berlin hatte den Bund aufgefordert, doch zu überlegen, ob der Bund nicht noch die Mieten erhöhen könnte vor einem Verkauf. Was ich auch besonders skurril finde. Und das Land Berlin hat argumentiert, dann könnte ein höherer Kaufpreis vom Land Berlin gezahlt werden, wenn die Mieten höher werden. Also glaube, da ist das Berlin Thema wird uns noch ein bisschen beschäftigen, auch politisch. Davon nicht? Gehe ich aus. Ich merke, Sie haben auch so ein bisschen Bauchschmerzen dabei. Nicht? Also wirklich nochmal, was der Senat an der Stelle gemacht hat, war nicht hilfreich und nicht zielführend. Auf Ihre ursprüngliche Frage zurückkommen. Sie fragten ja, was passiert sozusagen mit den übrigen Bundeswohnungen in Berlin? Sind die schon als Paket dem Land angeboten worden? Nein, noch nicht, weil da muss ja auch erst eine Wertermittlung stattfinden. Ist ja nicht so, dass die BImA heute sofort weiß, welche Immobilie hat aktuell welche Tageswert. Das wird uns beschäftigen. Das wird uns beschäftigen. Ja, herzlichen Dank. Und wenn Sie in der Görschenstraße wohnen, dann passen Sie gut auf, was da passiert ist. Wir werden noch weiter darüber diskutieren. Auf jeden Fall sind die Wohnungen werden diese Woche beurkundet und dann ist der Kauf perfekt an einen Privatinvestor. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie da waren, Herr Gröler. Viel Spaß gerne in Ihrem Wahlkreiscafé. Und wer Fragen hat zu Griechenland oder auch zur BImA, bitte mal hinkommen. Kaffee gibt's so, Gespräch gibt's auch so. Und ich bedanke mich, dass Sie zugeschaut haben. Das war die Sendung aus dem Bundestag. Heute am 2. März 2015. Vielen Dank und tschüss.